Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den Hammer-Chroniken. Entschuldigt mich mal ganz kurz. Und da kann ich auch schon wieder weitermachen. Die Hammer-Chroniken und Crusader Kings 2, unsere hammermäßigen, hammergeilen Hammer-Chroniken, mit denen wir hammermäßig gerade im letzten Part den Kaiser ein zweites Mal in der Schlacht gefangen genommen haben und damit in der Lage waren, Braunschweig unter unsere Kontrolle zu bringen. Das versetzt uns nun in die Lage, den germanischen Glauben zu reformieren. Bam. Reformation of the Glauben. Die Reformation des Glaubens, die altertümliche germanische Religion kann dem Ansturm des Kreuzes und des Mondes nichts entgegensetzen. Doch statt die alten Pfade zu verlassen, haben sich Willkür einfach der und die mächtigsten Priester dazu entschlossen, den germanischen Glauben zu reformieren. Mit kodifizierten Riten, einer heiligen Schrift und einer strikten Kirchenhierarchie unter einem einzelnen Oberhaupt hoffen sie, dass der reformierte germanische Glaube besser gegen die schwachen und infamen fremden Ansichten bestehen kann. Wir bleiben standhaft. So, wir haben den germanischen Glauben reformiert. Er ist jetzt also eine richtige, schöne Schriftenreligion im Endeffekt. Und das versetzt uns in die Lage, in der wir hier jetzt gerade sind. Ein Großteil der germanischen Gläubigen ist nicht dazu bereit, diesen neuen germanischen Glauben anzunehmen. Zum Glück sind es die Verbündeten gewesen, also unsere Verbündeten Norwegen und so weiter. Allerdings haben wir einige Vasallen, die nicht dazu bereit sind, wie ihr hier ganz gut sehen könnt. Ich muss ganz kurz mal gucken, ob unsere Vasallen dazugehören. Du nicht. Du auch nicht. Du hast die falsche Regierungsform. Ach ja, klar, weil du feudal bist. Du auch nicht. 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 Ups. Ach so. Auch nicht. Sehr schön. Alle unsere großen Vasallen sind also übergetreten zum neuen germanischen Glauben. Das ist interessanterweise ziemlich selten. Der Nachteil ist natürlich jetzt, dass die ihre Vasallen hingegen nicht unbedingt dazu bereit waren, was natürlich ihre und eigene Unterstützung in ihren eigenen Reihen senkt, aber trotzdem nicht unbedingt in unserem Interesse ist. Wir werden jetzt also dafür sorgen, dass die ganzen Gebiete hier bekehrt werden. Wir sollten eigentlich am besten mit unseren anfangen, hier in Jylland. Nicht Klerus beeinflussen, sondern bekehren. Wir fangen jetzt also mit Jylland an, unser eigenes Gebiet, das wir unbedingt bekehren möchten. 45% die zu konvertieren, ich glaube, das sollte ganz gut laufen. Wir haben jetzt also endlich eine gute Religion, können anfangen, heilige Kriege zu führen und so weiter und so fort. Das läuft ganz gut. Natürlich sind wir jetzt nicht mehr ganz so kriegerisch wie früher. Das bedeutet, wir müssen nicht mehr regelmäßig Kriege führen, um unsere Vasallen bei Laune zu halten. Wir kriegen Verschleiß, wenn wir in unreformierten Religionen rumrennen. Das heißt, wenn wir jetzt Finnland einmarschieren würden, würden wir unglaublich viel Verschleiß kassieren. Deswegen werden wir erstmal wahrscheinlich nicht gegen Finnland kämpfen. Wir sind mal wieder auf der Suche nach dem weißen Bären. Eine Suche, die unser ganzes Leben durchleuchtet hat. Und Borgward ist nicht mehr unser Kanzler. Schade. Okay. Kanzler wird dann der Graf von Bergslagen. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Und du versuchst jetzt mal die Beziehung mit ein paar unserer Vasallen zu verbessern. Obwohl das eigentlich gar nicht richtig nötig ist. Versuchst du trotzdem mal dein Bestes, den Häuptling von Lübeck auf unsere Seite zu bekommen. Was wir jetzt noch machen müssen, weil wir richtig viel Kohle haben, ist natürlich unsere Gebiete auszubauen. Zum Beispiel hier die Schanze aus Erde. Die Schanze aus Erde. Und die Schanze aus Holz. Ja, das dann eher nicht. Das hier haben wir bereits ausgebaut. Genau, sehr gut. Dann bauen wir hier die Schanze aus Holz. Und in dem Blackinge bauen wir ebenfalls die Schanze aus. Verstärkte Schanze meine ich natürlich. Und hier bauen wir auch nochmal das Ganze aus zu einer Schanze aus Stein. Das heißt, wir haben dann mit Holland und Bornholm direkt schon mal zwei Gebiete, die wir gebrauchen können. Während der Jagd gelangt ihr an eine tiefe Schlucht. Genau auf der anderen Seite befindet sich der weiße Bär und starrt euch an. Ihr seid ihm so nah und doch könnt ihr ihn nicht erreichen. Als er wegläuft, wird euch klar, dass ihr dieses Mal keinen Sieg davontragen werdet. Es gibt den weißen Bären wirklich. Das wusste ich ja die ganze Zeit schon mal nicht. Wir kriegen die Eigenschaft Jäger endlich mal. Zwei Kriegskunst, eins Diplomatie und Meinung durch gleiches Merkmal plus 20. Nicht schlecht. Ja.
Und, nein. Fuck. Oh, fuck me. Nicht euer Ernst. Wir sind am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Unser Sohn ist gerade gestorben. Was bedeutet, dass unsere wundervolle Dynastie keinen Erben hat? Und wir sind, darf ich nochmal ganz kurz erinnern, 55. Oh, und jetzt gibt es die Kreuzritter. Und wir haben nur 9 Erben. Lustig. Wer ist unser Erbe? Unser Enkel. Ah, nicht schlecht. Okay, dann bin ich ganz zufrieden mit, dass wir zumindest einen Erben haben. Auch wenn ich dir in deinen Scheißkriegen nicht helfe, du dämlicher Arsch. Die Ritter... Oh Gott, die ganzen Ritterorden jetzt. Es wird ein bisschen schwieriger, uns durchzusetzen gegen die Christen im Süden, weil die jetzt die ganzen Ritterorden gegründet haben. Ich glaube, das hängt mit unserer Religion zusammen, die wir gegründet haben hier. Ich bin ganz froh, dass wir den Erben haben. Er ist 7 Jahre alt. Naja, besser als gar nichts, würde ich sagen. Ja, das wird lustig. Okay, dich würde ich gerne töten. Bist mir nämlich ein Dorn im Auge, deswegen würde ich dich gerne loswerden. Und wir haben die 100% geknackt. Sehr gut. Das heißt, wir töten ihn auch auf irgendwie noch schlussendlich. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier sitzen und warten. Unser Kanzler ist schon wieder draufgegangen. Ja, wir warten jetzt also hier nur noch, sparen Geld an und so weiter. Westergautland ist schon mal konvertiert. Sehr gut. Das ist einer der einfacheren Wechsel vom Germanischen zum, vom Altgermanischen zum Germanischen. Häufiger passiert ist, dass viele Vasallen nicht mitkonvertieren wollen. Wir haben den Vorteil, dass unser Herrscher sehr respektiert wird unter seinen Anhängern und unter seinen Vasallen. Und deswegen könnt ihr hier sehen, dass wir da gute Fortschritte erzielen. Jütland ist konvertiert, also holen wir uns jetzt Schleswig. Ein bisschen geringere Wahrscheinlichkeit, aber nichtsdestotrotz fast 50% pro Jahr dürften wir hinkriegen. Kreuzzug um Italien. Ha, lustig. Wie sieht es eigentlich hier aus? Italien wird immer noch nicht belagert. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie gerade von diesem Typen belagert werden, aber egal. Also hier, da war doch der, der eine Armee aufstellen wollte, um Latium einzunehmen, aber scheinbar hat es nicht geklappt. Schade. Unsere Verschwörung scheint Fortschritte zu machen gegen unseren lieben Gefangenen. Und er ist auf traurige Art und Weise getötet worden. Schade. Naja, damit gehört Rewa jetzt uns. Zusammen mit einigen anderen Gebieten. Darf ich dich mal ganz kurz gucken, welche das wären, die beiden hier hinten. Okay, das heißt, wir müssen ganz kurz mal ein paar Vasallen erstellen. Am besten bauen wir uns ein paar neue heilige Männer an den Hof. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Zum Beispiel hätten wir diesen jungen Mann hier. Warte mal. Sicher, sicher, du bist germanisch. Sehr gut. Dann bekommst du Reval. Dann hätten wir natürlich noch ein paar Leute an unserem Hof. Du bist auch germanisch. Dann bekommst du Wermaland. Und... du bist ebenfalls germanisch, also bekommst du Übland. So, wie gehen wir jetzt vor? Die Frage stelle ich mir gerade. Wartet mal ganz kurz. Wem geben wir was? Ich würde sagen, der Herzog von Karelien bekommt als Lehen, beziehungsweise als Vasallen, den von Übland übertragen. Und der Herzog von Zierland bekommt den von Westmonland übertragen. Damit haben wir nämlich eine schön gemeine Lage gemacht. Ha, wundervoll. Okay, die Tugenden und Talente zu erkennen, die ein anderer besitzt, ist eine wahre Tugend. Ich bin wirklich gesegnet, damit einen Hofprediger zu haben, der ein frommer Lehrmeister ist. Ja. Wir kriegen 10 Pietät. Und wir können unsere Enkelin ausbilden. Woohoo, darf ich dich töten?
Bist ein Bastard. Ich will meine Bastarde nicht mehr länger unter mich haben. Also warte mal, du wirst natürlich ausgebildet. Ist klar. Und zwar wirst du ausgebildet von mir. Okay, wie sieht's aus? Kann ich dich legitimieren? Kann ich natürlich nicht, weil unser Sohn tot ist. Das ist eine Scheißsituation, in der wir hier gerade sind. Aber wir können nichts dagegen machen. Schade. Sehr schade. Naja, dann müssen wir halt ein bisschen weiter Geld sparen, Prestige sparen und so weiter. Kuno von Katholischer Aufstand. Nein, ernsthaft. Ach. Hat doch schön, dass er so wenige Truppen hat, so verhältnismäßig viele Truppen hat, für dieses kleine Gebiet. Naja, ziehen wir unsere Truppen zusammen. Ihr haut auch mal ab. 4000 Mann im Braunschweig. Klar. Leck mich. Du hast mir nie geholfen, also helfe ich dir auch nie. Dein Waffenstillstand mit dir läuft auch bald aus. Das ist mir dann auch egal. Lübeck ist konvertiert. Sehr gut. Geht auch voran. Geht doch schön voran. Das heißt, der aus Lübeck ist auch übergetreten. Okay, wir haben langsam unsere ganzen Schanzen gebaut. Das heißt, wir haben jetzt in Holland unsere Schanze ausgebaut. In Blekinge eine verstärkte Schanze. Hier ebenfalls eine verstärkte Schanze. Hier eine aus Holz. Ups, verklickt. Hier auch noch eine aus Holz. Und hier auch noch eine aus Holz. Okay. Das heißt, hier drüben müssen wir noch ein paar ausbauen. Ja, und sie trennen ihre Truppen, wie mir auffällt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Macht es wesentlich einfacher für uns natürlich. Jetzt ziehen sie sich zusammen. Ach nein, der dämliche Vollhorst aus Lübeck sorgt dafür, dass sie ihre Truppen zusammenziehen. Ah, sehr schön. Eine kleine Jagd. Mit der kleinen Bastardsenkelin. Mit dem lieben Opi geht's raus in die Wildnis. Das arme Mädchen. Tups. Das läuft nicht so schön für euch, was? Ihr blöden katholischen Arschgeigen. Nee, so gar nicht gut. Guck mal, ich zeig euch mal, wie gut für euch läuft. So gut läuft's für euch. Wir haben Möhre erobert. Geerbt, meine ich natürlich. Wir können es leider nicht gebrauchen. Also schließen wir da raus. Richtig, Möhre muss abgegeben werden. Und zwar an dich, mein Freund. Du bist der Richtige für diesen Job. Ich glaube an dich. Sehr schön, haben wir den Gottschalk gefangen genommen und vor allem haben wir jetzt unseren Krieg gewonnen. Bam. Sehr gut. Truppen aufgelöst und damit läuft das Ganze schon ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir konvertieren direkt mal unsere etwas wankelmütigeren Gebiete, auch wenn wir dann recht geringe Chance haben. Wissen wir das doch lieber, als weitere katholische Aufstände hier erleben zu müssen. Ist schon nicht leicht als Vorreiter einer neuen Religion. Ist schon nicht leicht. Zeig mir meine Vasallen. Okay, es gibt einen, der uns nicht leiden kann. Das ist der Häuptling von Reval, aus welchem Grund auch immer er uns hasst. Und der von Bergslagen ist auch schon wieder so nervig. Was haben die denn immer, diese Bergslagen? Es liegt ein Fluch auf diesem Teil, oder?
Kurze Herrschaft, ja klar, kurze Herrschaft, wollt ihr mich verarschen? Der Typ ist an der Machtzeit, da weiß, wer sich 0 Jahre alt ist. Der Typ herrscht 57 Jahre lang. Von einer kurzen Herrschaft kann man hier nicht reden. Und wir haben schon wieder Rügen. Also irgendwie habe ich langsam wirklich das Gefühl, dass auf so ein paar meiner Gebiete ein Fluch liegt. Rügen liegt ja, ich sterbe zu früh, Fluch. Unser Erbe ist tot, ey. Fuck. So, unsere blöden Enkel. Zum Glück haben wir die hier Matrilen ja verheiratet, ansonsten wären wir echt am Arsch. Du bist in der falschen Dynastie und hast den falschen Glauben, mein Freund. Glaub mir, wir holen uns Norwegen schon noch. Wir holen uns Norwegen. Sattelt mein Pferd. Nochmal den blöden Bären jagen. Yay! Sehr schön, ein Untertan ist übergetreten. Immerhin besser als gar nichts, aber ich würde doch lieber die Grafschaftsreligion konvertieren. Leider nur 12% dafür. Blöd. Okay, wir kriegen nochmal diesen blöden Bären hier am Jagen. Puh. Westerbottischer Bauernaufstand. Jetzt kommen die ganzen Aufstände hier. Ah, Wester. Puh, süß. Sehr süß. Okay. Kriege ich mit meinen Privattruppen platt. Ey, wie viele Kriege zettest du eigentlich an? Hau ab. Hab mit dir nichts mehr am Hut. Wir verlieren nochmal 20 Prestige. Aber das ist mir egal. Der lässt mich nicht meinen eigenen Erben ausbilden. Das ist ja auch ein bisschen frech, oder? Naja. Ich bin zumindest froh, dass unsere Dynastie nicht endet, aber wäre auch komisch gewesen, wenn die geendet hätte. Ich meine, wir haben so viele Kinder da drüben. Das wäre schon wirklich merkwürdig. Und wir haben unsere verstärkten Schanzen gebaut. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt hier noch die Schanze aus Stein. Die Schanze aus Stein. Die Schanze aus Stein. Die Schanze aus Stein und die Schanze aus Stein. In all unseren Gebieten haben wir jetzt gleich eine Burg gebaut. Das bedeutet, dass wir jetzt theoretisch sofort jederzeit zum Feudalsystem übertreten könnten. Ich weiß noch nicht, welche direkten Auswirkungen das auf uns hätte. Also was die Truppen angeht. Das müsste ich austesten. Jetzt gleich mache ich das, nachdem ich hier in diesem Part fertig bin. Testen wir die Auswirkungen des Übertritts zum Feudalentum. Aber jetzt müssen wir erstmal hier im Bergslager ein paar Typen vernichten. Ne? in Westerbotten, nicht im Bergslagen. Bergslagen ist hier. Irgendwo. Da, Bergslagen. Graf Totil vom Bergslagen, genau. Wermaland ist konvertiert zum Germanischen. Sehr gut. Schaut es euch an. Das Germanische ist auf dem Vormarsch. Eigentlich müsste es schon längst Nordisch sein. Ich weiß nicht, warum die Religion nicht umbenannt wird. Wie es früher, wie es eigentlich geplant war zumindest. Aber scheinbar passiert das nicht. Ach, natürlich. Eine Sekunde, bevor wir ankommen. Wieso kommen ausgerechnet die 700 Mann da früher? Hammermäßiger altgermanischer Aufstand. Ach, Mann. Wenn wir diese scheiß Aufstände nicht leisten, Leute. Wieso kommen unsere Truppen hier nicht an? Ich dreh durch. Brauchen Tage oder Monate, um anzukommen. Und die Leute, die wir viel später losschicken, kommen viel früher an. Und die entkommen uns hier auch noch. Nee, am selben Tag kommen wir an, aber wahrscheinlich entkommen sie uns nicht. Okay, sehr gut. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz die Bauern auslöschen.
Aber ich glaube, das passiert schon ganz automatisch. Wir müssen eher uns um diesen blöden altgermanischen Aufstand da drüben kümmern. Der wird es noch schaffen, das Ding zu erobern. Das ist das Problem bei Stämmen. Die sind viel zu leicht erobert. Viel zu leicht. Sehr gut, den Aufstand haben wir gewonnen um Westerbotten. Ja, war klar, dass wir hier die Belagerung von Orlan verlieren. Hey, sehr schön, du hast Plünderer zusammengestellt. Das ist nicht schlecht. Ist im Gegenteil, das ist ziemlich gut. Vor allem, wenn das mal passiert, kriegen wir ja richtig viele Truppen, ne? Okay, du hast Beziehungen verbessert. Warum machen der uns jetzt auf... Wieso ist er übergetreten? Das verstehe ich nicht. Der war die ganze Zeit im richtigen Glauben. Und jetzt auf einmal stellt er sich hin und sagt, hey, ich bin Ketzer. Das ist irgendwie unverständlich gerade für mich, aber okay. So, dann versuchen wir mal den Ketzer umzubringen. Dürfte sich jetzt recht schwierig gestalten, hier wirklich was zu reißen, aber vielleicht schaffen wir es ja wirklich nochmal, die zu konvertieren. In Braunschweig. Das wäre zumindest ein ziemlicher Gnadenstoß für diese blöden Arschgeigen da an unserer Grenze. Rache der alten Götter. Als Antwort auf das neue Zeitalter der Kreuzzüge und des Dschihad der abrahamischen Monotheisten hat der große Willkür einfach der alle germanischen Gordi über die Pläne für eine großartige germanisch-heidnische Antwort unterrichtet. So können jetzt alle heidnischen Regionsführer ihre eigenen großen heiligen Kriege erklären. Dies könnte der Anfang einer nie dagewesenen heidnischen Aggression sein. Ich glaube, ihr wisst genau, was demnächst ansteht. Sobald wir Ordnung reingekommen haben in unser Reich, werden so ein paar Kriege erklärt. So quasi Kreuzzüge. Okay, versuchen wir ganz kurz hier mal Orland zu befreien. Und verfolgen dann diese dämlichen Aufständischen. Ah, oh, eine gefährliche Fraktion. Wer bist du denn? Okay, wir müssen diesen einen Typen da loswerden. Aus nix, ne? Aus nichts konvertiert er auf einmal zum Altgermanischen zurück. Ich meine, doch nachgeguckt extra. Wo kommt der denn her? Oder ist der, hat er es geerbt? Ich glaube, der hat es geerbt. Ach, unsere Schanzen aus Stein wurden gebaut. Sehr gut. Reformation des Glaubens. Ja, die Tengri haben sich auch reformiert. Interessant. Das heißt auch die Tengri. Oh, scheiße, ein Hofspitzel, der mich nicht leiden kann. Ich bin auch bescheuert. Hier, du. Puh. Gerade nochmal Glück gehabt. Und auch diesen Aufstand haben wir gewonnen. Puh, sehr gut. Na, zurück mit den Truppen. Die brauchen ja ewig, um zurückzumarschieren. Ich hasse Finnland. Ich sag's nochmal. Ich hasse diese scheiß finnischen Kacke hier. Und du, leck mich. Ich werde dir das nie verzeihen, dass du mich im Stich gelassen hast. Okay. Auflösen. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, dieser Part hat euch so weit gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn wir mal gucken, was wir machen werden. Ich meine, wir könnten wirklich theoretisch jetzt hier einen Kreuzzug erklären um Russland. Nee, nicht um Russland. Russ ist hier unten, aber Gadrakiriki ist hier. Das ganze Zeug könnten wir in einem einzigen Scheißkrieg erobern. Problem ist natürlich, dass die ganzen benachbarten Slavenherrscher sich anschließen würden wahrscheinlich. Aber wenn wir zum Beispiel uns hier hinstellen würden und sagen, hey, du, großartiger Krieg um Finnland. Suck it. Oder hey, du, großer heiliger Krieg um Ostfranken. Bam. Läuft. Oder hier, du. Hey, großer heiliger Krieg um England. Wunderschön.
Aber das alles erst im nächsten, in den nächsten Parts. Wir gucken mal, wie wir uns jetzt weiter ausbreiten werden. Ich glaube, Kontrolle über Skandinavien wäre vorher nicht schlecht. Da müssen wir mal gucken. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.